Hello and welcome back to Borderlands, the pre-sequel. Hello. Oh, einer von euch muss in die Tonne. Verdammte Schmiere überall. Ich habe in den Outlands ein altes Notsignal aufgeschnappt. Kann sein, dass jemand Hilfe braucht. Oder es gibt dort fette Beute zu holen. Ich lade dir die Koordinaten auf dein Echo. Okay. Ich wette, ich bin nicht die Einzige, die Signale hört. Sind ein Haufen Schiffe runtergekommen beim großen Bersten. Gab eine Menge Not und wenig Hilfe. Wenn andere auf die Idee kommen, dass dort was zu holen ist, wollen die sicher auch ihren Rüssel in den Trog stecken. You can go. Oh, I can. As in, you were trying to use a teleporter, didn't you? Yeah, I was trying. Trying and it didn't work. Okay. Bessere Ware findest du nirgendwo. Dafür habe ich gesorgt. Getting some bullets. Okay. Drei Worte, mein Freund. Kein Geld zurück. Vorsicht, Eintritt ins Vakuum. What does the map say? Oh, okay. Directly in front. Alright, die Atmosphäre hier ist seltsam. Was da wohl alles für ein Zeug reingepumpt wird. Als Kind dachte ich, dass man davon Albträume bekommt. Also habe ich immer die Luft angehalten. Okay, das funktioniert nicht. Locker bleiben, Springs. Ah, that's a little away, okay. Guess I will go through here. Achtung, Atmosphäre zur Atmung geeignet. Badass, bereit machen! Au. You okay? What? Everything okay over there? That's a no. Bleib stehen! Okay. Ich geb dir Deckung, Kammerjäger. I'll be fine, just need to take out my shotgun. Aus, als ob sie einen abstechen wollen. Locker bleiben, habe ich gesagt. Was ist denn nur los heute? Das gilt mir, nicht dir. Bein. Things are not geyser. Okay, I think they're smaller. Hey, Kammerjäger! Die Beute gehört uns! Los, Leute! Was habe ich dir über die Rüssel erzählt? Au. Yeah, I'm not sure if I'll be able to save you there. Oh, okay, you fell on the other side. I cannot really hit them. Keine Raucherpausen! So leicht werdet ihr mich nicht los. Das Signal kommt aus den Überresten von diesem Ding da oben. Oh. Braucht jemand ein Medikit? Beruhige dich! Ciao.
Oh, come on, really? Wow, I think I already crashed. Eigenwillige Oberlichtgestaltung, was? Die kriegen ihre Kaution garantiert nicht zurück. Okay. Aspis, gib mir Schutz! And ah. It's last night still playing, of course, so now I need to go. What, you need to go? No, like, it's... I'm trying to... launching the game again, but now it's saying that, oh, it's already in it. Well, you were still here. Vorsicht! Luftreserven auf 50%! Okay. Can continue. Yep. Maybe you go first. Gee, what if that's the guy I'm supposed to speak to? Psst, sei leise. Mach nicht so viel Krach. Du hast mein Signal bekommen, hä? Gut, eine Meute Scavs hat mich bis hierhin verfolgt, angeführt von einem Schrauber namens Boomer. Die wollen meinen Kopf, weil ich ihnen ihr Diebesgut geklaut habe. Ich hab mich hier verschanzt, um zu kämpfen, aber es sind zu viele, um... Ich spüre die Gier, dich zu töten. Sie kommen. Geh runter und hilf mir, sie abzuwehren. Ich lege so viele wie möglich von hier oben um. Ja, komm nur her, Boomer. Okay. We have to survive. There, they are coming. Oh, there. Yeah, there was. Oh, er wusste nicht einmal, wie ihm geschah. Kritischer Trick. Auf die Beine mit dir, Soldat. Prima, danke. Ich mach dich alle. Kann das mal jemand weg, bitte? Du bist kein verdammter Abflug! I'll be fine. There's an enemy right next. Ich bin einfach zu gut. Ich hab gewonnen, Bruder. Wem hast du dich denn da so schnell angefreundet? Amelia heiße ich, abenteuerreißig. Steht auf meiner neuen Visitenkarte. Zu affektiert? Mir gefällt's. Aber ich weiß auch nicht, was affektiert bedeutet. Janie Springs, mein Name. Glaubst du, dass du diese Schießerei überlebst? Ich hoffe es. Andernfalls habe ich 300 Visitenkarten für nichts und wieder nichts drucken lassen. Schick mir eine digitale Version über Echonet, weil... Ach, tun wir einfach so, als hätte ich einen coolen Spruch gebracht. Bekomme ich deine Nummer? Na schön, Janie Springs. Hier hast du sie. Hier drüben. Ich hab dich getötet. Ich bin Aurelia. Wenn du mich ärgern willst. Mal sehen, ob das funktioniert. Was hast du getan? They are not flying anymore. Bleib stehen! Du machst ja alles dreckig, Liebling! Hab ich dich gerade gerettet?
sie an! Die Kleine hat sich einen Kammerjäger geangelt! Glaubst du, dass dein Schoßhündchen dich retten wird, Prinzessin? Du hast mich bestohlen und darauf steht die Höchststrafe! Einen Dieb kann man nicht bestehlen, Boomer! Hol es dir zurück, wenn du dich traust! Er wusste nicht einmal, wie ihm geschah! Ich fange nie wieder was mit einem Piloten an. Hab sie kalt gestellt. Ja, ihr Saufbrüder, schießt brav auf den Schild der netten Tante. Medikit. Eingefroren. Scheiße. Hier ist ein Medikit. Mir ist... Prima, komm wieder hoch. Du hast dir deine Belohnung verdient. Teilen wir uns die Beute? Hast mir schließlich geholfen. Willst du killen oder willst du nicht gekillt werden? Du hast die Wahl. Ich würde euch ja gerne beide behalten, aber... Danke nochmal. Ich verzieh mich lieber, bevor noch mehr Scavs auftauchen. Diesmal scheinst du Pech zu haben, aber danke für den Tipp. Was soll das denn heißen? Klar habe ich was abgekriegt. Ich habe Emilias Nummer. Ich gehe grundsätzlich nie leer aus. Okay. Guess all the way back. How close are you to level 72? Very close. Like a there's like only one left and it's already over half full. Okay, so there is a slight difference in EXP. For me it's like there is still one bar that isn't full and half full for the for the second to last one. Unless the curved bars don't count. But I think they do. Well, there's stuff in it. What'd you say? There's stuff in the curved bar. No, like the one with an angle at the end. Yeah, there is stuff in it. So this one counts. It's not just decoration. I mean, is the one at the start not also colored? It is. Yeah. Just has this form. But it's still part of the XP. Okay, back to Concordia. Doing another quest at this point. Der Bürrif, dieser stinkende Verräter, ist vielleicht tot, aber ich hasse halbe Sachen. Klar, ich kann ihn nicht nochmal killen, so gern ich das täte, glaub mir. Aber ich kann dafür sorgen, dass am Ende keiner mehr weiß, dass er je gelebt hat. Der alte Huckster hat wohl so Audiotagebücher über seine Taten geführt und drei pikante Echos in seinem Büro versteckt. Finde sie, vernichte sie, löschen wir die Zeugnisse seines schmierigen Daseins aus. Das scheint mir alles andere als professionell. Okay. Character barely talk because I accepted the quest. But you can destroy the things and then your character talks. Hopefully.
Yeah, we'll see. It may just be random, but unter we'll uns. See if it's... Der Typ hatte ein Ego so groß wie eine Raumstation. Eine scheiß Raumstation. Und die Dinger, die sind ziemlich groß. The button here. Where is it? Oh. On that card thing. Ernsthaft im Aquarium? Was für ein Arsch! Komm, hören wir uns den alten Sack nochmal an. Mein erster Tag im Amt und jeha! Ist das herrlich, der King zu sein. Ich hab verdammt hart dafür geschuftet, hab eine Menge Leute geschmiert und bin in mehr als genug Ärsche gekrochen. Aber das war es wert. Concordia braucht einen wie mich, der es durch raue Gewässer steuert. Hart, fair und im richtigen Maße weltoffen. Und wenn dabei zufällig ein bisschen Geld zusätzlich bei mir hängen bleibt, dann nennen wir das Wahlkampffinanzierung. Es ist toll, Hyperion zu verlassen. Dort war ich nur ein kleines Rädchen in einer riesigen Maschine. Hier bin ich ein dicker Fisch. Ich muss mal an meinen Metaphern arbeiten. Jedenfalls, die Zukunft ist rosig für Huckster T. Meredith alias Concordias neuer Biriff. Biriff. Bürgermeister und Sheriff in einem. Ha. Wow, wie viel Scheiße kann man eigentlich verzapfen? Mann, ich habe dem Universum einen Gefallen getan, dass ich diesen hinterhältigen Verräterarsch gekillt habe. Du weißt, was zu tun ist. So what, do we just blow it up? Das war geradezu heilend. Okay, such jetzt das nächste. Wir benutzen den Laser, um die Aliens im Zentrum aren't we just trying to prove that the Biriff was bad? And thus rendering him a service? What? Der alte Bücherregaltrick, was? Der alte Knacker war ein wandelndes Klischee. Wer versteckt heutzutage noch seinen Mist hinter einem Bücherregal? Und wer hat überhaupt noch Bücher? Hören wir spaßeshalber mal rein, was unser Freund diesmal für einen Scheiß verzapft. Spiel es ab! Beruhige dich! Alles läuft nach Plan. Ich bin reicher, als ich mir je hätte träumen lassen. Beliebt! Am Leben. Neulich kam Philo Simmons, der mit dem komischen Bein zu mir ins Büro und dankte mir für die Aktion Geld für Lebensmittel. Dankte mir, schüttelte mir die Hand, Tränen in den Augen, zitterndes Kinn und alles. Ich bin ein verdammter Heiliger. Nur, warum kann ich nicht mehr schlafen? Klar, ich habe nicht alles Geld für Lebensmittel ausgegeben, aber ich muss doch auch von was leben. Ich bin doch trotzdem, was diese Stadt braucht, oder? Das Universum ist hart und... ja, ich kann mich ändern. Ich kann mich bessern. Einem wie dem wächst nicht über Nacht ein Gewissen. Er sagt ja selbst, er hat lächelnd den Leuten das Essen aus dem Mund gestohlen. Klar, das Universum ist hart, aber das ist kein Grund, ein Arschloch zu sein. Außer, du bist dabei witzig. Dann ist es total in Ordnung. Aber der war nicht witzig! Wie wollen die beeindrucken mit dem Monsterlaser? Ah, there's a glowing button. Yeah. Ein Spielautomat im eigenen Büro? Okay, das hat irgendwie Stil. Trotzdem ist der Typ ein Arschloch. Oder besser, war ein Arschloch. Wozu sich das anhören? Zerstör das Ding einfach, ja? Nein, ich würde mir das gerne anhören. Ich finde diese Sache erfrischend unlangweilig. Na gut. Mann, wer ist hier eigentlich der Boss? Sie kam letzte Nacht. Da, Schlampe. Brachte mich dazu, Hyperion zu verraten.
Mir geht's nicht um den Vorstand. Geldgeile Säcke. Aber die ahnungslosen Arbeiter, die zu töten, ich wahrscheinlich mithelfe. Mir reicht's. Ich gehe. Als ich ihr Geld annahm, spürte ich, wie das letzte bisschen, das ich noch Seele nennen konnte, zerstört wurde. Aber ich wollte nicht sterben, und hätte ich nicht getan, was sie wollte, wer weiß, was sie Concordia angetan hätte. Ich hatte die Schlüssel zur Helios. Wenn ich gehe, lassen Sapedon und ihre lila Armee meine Bürger vielleicht in Ruhe. Ich fange irgendwo nochmal von vorne an. Büße für meine Sünden. Obwohl ich weiß, dass ich nur weglaufe. Ich verdammter Feigling. Ich bin doch der größte Arsch auf dem Mond. Es gibt einige Arsch auf dem Mond. Aber ich bin der größte. Hux wälzte sich also im Staub und wollte alles wieder gut machen, ha? An mir soll es nicht liegen. Verleihen wir ihm Unsterblichkeit mit einem Lied. Zerstöre das letzte Echo nicht. Nimm es, bring es zu Moxie und gib es diesen DJ-Arschlöchern Boom und Rang. Die schulden mir einen Gefallen. Ich habe ihnen diesen Job besorgt. You know, you almost left before I was able to pick it up. I got it, yeah, I got it. Yeah, I thought. I thought that was like already done. No, it's has to be done after the dialogue. Hey. God damn it. Put it in. So, Jack, dass wir jetzt quitt sind. Nicht mal annähernd, Blechrübe. Na schön, während sie daran arbeiten, musst du was anderes für mich erledigen. Kennst du diese abartig hässliche Statue vom Beriff? Bring mir ihren Kopf. Ich habe eine Idee. Wird dir bestimmt gefallen. Mann, sogar seine Statue ist hässlich. Verschönern wir sie, indem wir den Kopf entfernen. Schieß ihn runter oder so. Das wird lustig. Das scheint mir alles andere als professionell. Ja, los, mach. Gut, das wird dir gefallen. Kennst du die Rakete in der Stadt? Wir werden ein kleines Feuerwerk zünden. Worauf willst du eigentlich hinaus? Ja, wenn es auch nur annähernd so läuft, wie ich es mir vorstelle, werden die Bewohner dieser Stadt davon noch in einer Million Jahren sprechen. Ah, you found a way up? I mean, I just used the bouncer. Not sure what you mean. Well. Okay, siehst du diese Spitze ganz da oben? I'm going to wait for you. Die Rakete braucht eine neue Galionsfigur. Spring hoch und verpass ihr eine. I'm starting to think that maybe it's no longer about saving the moon. Perfekt! Seine arrogante Visage wird voll in das dreckige Loch krachen, auf das wir sie richten. Apropos, gib die Zielkoordinaten für die Rakete ein. Keine Ahnung, sagen wir Pandora? Hat der Planet ein Arschloch, in das wir sie schicken können? Von diesem hier mal abgesehen. We don't know where we're going to land it. Okay then. Okay, es kann losgehen, Leute. Schade, dass wir das Baby nicht mit einer Bolle Shampoos taufen können, aber was soll's? Starte sie! Fehlt nur noch die passende Partymusik. Hey, DJ-Arschlöcher, lasst mal euren Remix hören. Is there anything that happens if we wait? What? Why should we wait? Wondering if... I don't think we'll have any further to get to the end of the music. See you! Das war super! Also jetzt mal ganz ehrlich, ich fühle mich wirklich gut. That looks interesting. I wonder if there's actually like a secret. How long will I be alive? What the hell? Wait, I think the rocket doesn't move anymore. Are you still moving? Yeah, I think it stopped moving in my screen as well. Ah! Okay, Yeah, the rocket stopped moving.
Well, interesting. I moved and then I kind of I guess it lost the collision and falling. Well, I will probably certainly hit some sort of death barrier, hopefully. I'm sure they thought of it. Oh. Huh. I landed. Okay. Okay then. I can walk here. That's going to be interesting for the video at least. Interesting. Can you give the quest up? Yeah, that's right. I'm going to report you. Ah, there is the map. I cannot even scroll out that far. But like when I open it, I just see nothing because I'm so far out. And can you select get the other one that's at the board? Weißt du was? Leute auslöschen macht Spaß. Lass uns das irgendwann wiederholen. Hallo, ist das Ding eingeschaltet? Oh ja, das Lämpchen leuchtet. Ich bin Sir Hammerlock, Zoologe auf Pandora. Auf diesem Mond gibt es einige faszinierende Kreaturen, aber eine Spezies hat es mir besonders angetan. Ich halte nichts von interplanetaren Reisen. Könntest du also für mich ein paar Exemplare fangen und runterschicken? You want me to teleport you? Also, ich sollte vielleicht erwähnen, dass die Ausfuhr von auf dem Mond heimischer Fauna strengstens verboten und noch nicht gesellschaftlich geächtet ist. Du müsstest die Kreaturen also vom Mond runterschmuggeln. Das ist doch hoffentlich kein Problem. Oh, verdammt, das ist Alistair. Klar, Partner, ist geritzt. Hier spricht übrigens nicht deine Schwester, die sich als jemand anderes ausgibt, um weiteres Gezänk mit dir zu vermeiden. Sehr gut. Die Kreaturen, um die es geht, heißen Moonthrasher. Eine bislang unbekannte Spezies, vermehrt sich anscheinend wie die Karnickel. Könnte eine seltsame Evolution fleischfressender Pflanzen sein. Okay, now you can. So, I guess it's the quest for technically my brother. Yeah, that. Your character also has the same last name, so. Yeah, they played it. Hang on, there was something about this. I forgot what I wanted to look at. Oops. I don't know. I know you don't. Oh, right. The pistol I got as a quest reward. Wer ist denn jetzt wertvoller, hm? Okay, that jump is kind of failed. No, hang on. Okay. Wait, where are you going? Vorsicht, Sauerstoffniveau auf 50%, Tendenz fallend. Mondlumi, 20% weniger Explosionsgefahr als andere Fahrzeuge. Was immer das heißt. Driving in there. The next bucket. Okay, I'm back. Ah, okay, good. You can teleport. Oh yeah, it just
Yeah. Okay, so there does seem to be a level difference between the two of us. You're level 72, I'm still 71. Yeah. But anyway, what I was looking at was just what kind of weapon the Jack gave us from the quest. Doesn't seem to be a very good one though. Okay. Vorsicht, Sauerstoffvorrat bei 50%. But I would say we will continue our next episode. Don't forget to rate the video and bye. See ya.